natürlich auch eine Empfehlung machen. Die richtigen Shows werden im Theater gezeigt, wenn Ausflüge vorgestellt werden. Und es funktioniert so, 20% der Ausflüge sind auch immer als an Bord buchbar, das sind Sonderkontingente. Und jetzt angenommen, jetzt ist ein Gast an Bord gegangen und der sagt, du liebe Güte, ich habe total vergessen, mir den Ausflug zu buchen. Oder ich habe überhaupt keinen Bock, das übermorgen zu machen, wir haben nette Leute kennengelernt und eigentlich machen wir lieber eine Biking-Tour. Dann kannst du theoretisch hergehen, kannst es hier stornieren, kannst es umbuchen und grundsätzlich wird es in der Bordkarte eingescannt. Das kann man also auch nachts um 2 noch machen. Und dann hat man diese Möglichkeit, da drauf zu tippen, Ausflug X, dies und jenes, eine Person, zwei Personen. Und dann entsprechend, wenn man sagt, okay, bestätigen, wird es eingebucht, und dann kommt tatsächlich das Ticket dann auf die Kabine oder über die Ticketstraße raus. Das Einzige, was man nicht hier über diesen Monitor einbuchen kann, sind die Golfausflüge und die Sportausflüge mit Fahrradfahren. Das ist immer nur bei den Guides möglich, das muss unterschrieben werden, wegen Sicherheit und Versicherung.